du suchst einen performanceorientierten Ski für die Piste, dann bist du bei uns genau richtig. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Skitest von Snowhow. Wir sind hier gerade eben bei am Kaunertaler Gletscher und der Winter ist gerade wieder eingebrochen. Ich habe heute hier für euch drei sehr, sehr charakterstarke, performanceorientierte Sportcover. Bevor ich euch gleich diese drei Modelle präsentieren darf, möchte ich kurz darauf eingehen, ob diese Art von Ski überhaupt für dich geeignet ist. Das sind jetzt sogenannte Sportcover und Sportcover, wie es der Name sagt, sind pistenorientierte Ski. Also wenn du eigentlich nur Piste fährst, lange und kurze Radien fahren möchtest, auch da so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau haben willst, zwischen einem Slalom und einem Riesenslalom-Ski, dann ist die Kategorie genau richtig für dich. Auch wenn das heute eher ein All-Mountain-Wetter ist, bringen wir die Ski jetzt mal auf die Piste und lassen die Kante richtig glühen. Das hat richtig Laune gemacht und wie ihr vielleicht auch schon so ein bisschen gesehen habt, jeder Ski hat seinen ganz eigenen Charakter. Wir haben hier wirklich Skier für gewisse Skifahrertypen, die ich euch jetzt im Folgenden auch vorstellen möchte. Drei Modelle haben wir hier, den Elan Amphibio 18 TI2, dann den Head iRace Pro und last but not least den Atomic Red Star X9S. Starten wir mit dem Elan Amphibio 18 TI2. Das ist ein sehr, sehr drehfreudiger Ski. Man könnte schon fast sagen, dass man hier wieselflink die Kurve wechseln kann und ist ideal, wenn du dich zu den Genusscarvern zählst. Wie ich eingangs gesagt habe, haben wir wirklich drei sehr, sehr charakterstarke Skier. Jetzt hier der Head iRace Pro. Ein sehr, sehr toller Ski für Carving-Liebhaber. Wenn du die mittellangen Radien liest, wirklich sehr sportiv unterwegs sein möchtest, dann ist dieser Ski ideal für dich. Eins sei gesagt, das ist kein Ski für Carving-Anfänger. Kommen wir zum dritten Ski, zum dritten Charakter in unserem Skitest, zum Atomic Red Star X9S. Der X9S ist wirklich ein sehr, sehr breitbandiger Ski für all diejenigen Skifahrer, die sich in der Schwungform nicht festlegen wollen. Das heißt, wenn du gerne Kurzschwünge fährst, gerne lange Radien fährst, mittlere Radien fährst, dann ist der X9S ein sehr toller Ski für dich. Die Kurveneinleitung wird durch die Zerotec-Technologie erleichtert und zudem ist der Ski auch sehr spurstabil. Long story short, Leute, wenn du ein Komfort-Carver bist, dann ist der Elan Amphibio 18 TI2 für dich ideal. Wenn du ein Carving-Liebhaber bist, dann der Head iRace Pro. Und wenn du sehr breitbandig unterwegs sein möchtest, dann der Atomic Red Star X9S. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch mal bei uns auf der Homepage snowhow.de vorbeischaust. Mein Name ist Julian Witting. Und jetzt wünsche ich dir noch eine extrem schöne Zeit auf den Skiern. Mach's gut, dein Julian. Ciao.